Nee, ich glaube, dass wir am Freitag auch wieder gesehen haben, dass wir schon sehr, sehr dominant spielen können und uns viele Möglichkeiten herausspielen können. Aber wie ich auch schon im Spiel gegen Karlsruhe gesagt habe, uns fehlt so der letzte Punch und die letzte Konsequenz, dann auch das Tor zu machen. Und das müssen wir einfach verbessern. Und natürlich wäre es mir momentan lieber, wir spielen vielleicht nicht so optisch schön und gewinnen eben irgendwie ein Spiel oder holen noch einen Punkt. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang der Zusammenarbeit und ich bin nicht unzufrieden momentan mit der Situation. Obgleich ich schon sage, mir fehlen schon ein, zwei Pünktchen. Überhaupt nicht. Also die Abwehr hat für mich in Nürnberg nicht gewackelt. Es ist Fußball und es wird immer wieder Möglichkeiten geben. Andere Mannschaften können auch Fußball spielen. Hat auch nicht immer was mit der Abwehr zu tun direkt, wenn Möglichkeiten entstehen. Am Freitag gebe ich Ihnen natürlich recht, haben wir zwei Fehler gemacht. Aber das sind individuelle Fehler dann gewesen, die eben nicht passieren dürfen. Das gibt es schon mal. Das sollte kein Trend sein, aber ich habe das überhaupt noch nicht bereut, dass ich keinen Innenverteidiger dazugenommen habe. Ich habe ja gesagt, wir haben nach einem Topmann gesucht, den haben wir nicht gefunden und einen weiteren Spieler gleicher Kategorie hätte keinen Sinn gemacht. Nein, muss ich nicht bremsen. Also ich bin derjenige hier, der im Tagesgeschäft versucht, das ein bisschen zu moderieren. Aber ich habe das gleiche Ziel. Also ich bin auch nicht hingekommen, um mein ganzes Leben in der zweiten Liga zu verbringen, sondern ich weiß, die Sehnsucht hier der Menschen nach der ersten Liga, das muss vernünftig organisiert werden. Da muss man auch immer wieder sicherlich das Ding ein bisschen bremsen, aber das ist das Ziel von uns allen und das versuchen wir umzusetzen. Und das ist auch logischerweise Hassans Ismaels Ziel und das versuchen wir anzugehen. Und ob das dann irgendwann mal klappt, werden wir sehen, aber ich bin da schon guter Ding. Ein einziges Mal, wir haben, ich weiß nicht mehr wann es war, aber mal einen Punkt geholt gegen Bayern München. Muss irgendwann in den 90er Jahren gewesen sein. Und danach sind wir spontan dann auf die Wiesen gegangen. Der Thomas Kastenmeier damals bei uns in der Mannschaft, das war dann der kannte sich super aus und der hat uns dann alle mitgenommen. Und ja, es war anstrengend damals. Sehr anstrengend. Aber ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Da habe ich jetzt das nochmal mit Lederhose, mit allem drum und dran nochmal gemacht. Und muss dann noch ein paar Mal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.